Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach im Presscreamy. Nee, der ganze Stroh ist jetzt gleich verpresselt. Ja, was man so hier verpresseln nennen kann. Diese Presse geht mir ein bisschen manchmal auf den Zünder. Die Pickup ist breiter, wie so ein Schwatt wegnimmt. Wir sind mal schickifeini. Kannst du gar nicht so passgenau fahren. Was halt vernünftig ist. Sagen wir, wie es ist. Nervt ein bisschen. Obwohl es sonst eine schöne Presse ist, aber das nervt. Nee, ist halt Giants Standard, ne? Sagen, brauchen wir manchmal nichts zu sagen. So, Abflug. Wir müssen nach dem Hof hin. Und müssen wir gucken, ob wir hier unsere Wiese eben schon mähen. Dass wir schon mal ein bisschen Heu kriegen. Aber wir müssen auch jede Menge Stroh von den Flächen holen. Also wir müssen das jetzt so ein bisschen aufteilen. Das ist wie es ist. Was willst du denn sonst machen? Dann müssen wir mal Lucky machen. Wir haben aber auch im Moment kaum Wagen frei zum Ballen fahren. Das kommt auch noch dazu. Weil alles besetzt ist, ne? So ein bisschen geisteskrank seid ihr hier schon in der Biene, oder? Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Das war ja knapp, bist du. Ja, so echt. Ich glaube, ich habe den falschen Hof gewählt, ne? Die latschen immer vor meinem Hof lang. So, komm. Darf ich jetzt nicht sagen, was ich gerade gedacht habe, aber ist auch egal. Gib mal Hankengas da. So, taktisch klug stellen wir uns jetzt wieder alles in den Weg, ne? Ja. Da habe ich ein Talent für, ne? Ich muss an die Mähte hin. Die Presse kann nur erst noch hier mit dem Silo. Ich habe ja auch schon überlegt, ob wir direkt für Gras mähen, ne? Aber wir haben halt auch das Problem, dass wir ordentlich Stroh von der Fläche holen müssen. Da ist die Mauer. Irgendwie habe ich. Ich war rauchen, ne? Und wenn ich rauchen war, dann habe ich immer so Probleme, gegen die Mauer zu fahren. Nein, mit dem Dreck. Ich weiß auch manchmal nicht, wie das kommt. Da hat mich Mama gerade verjagt, ne? Ich bin hier am Spielen oder am Pressen. Kommt so hoch, klopft, geh voll auf den Tisch. Ich so, wow. Weißt du, schickifeini habe ich mir gedacht. Das muss da auch sein. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Du musst da was hinterkriegen. Sonst haben wir ein Problem. Alles klar, danke. Oberlenker ist auch. Junge, ich hab's heute echt nicht drauf, ne? Also, es gibt so Tage. Da frage ich mich echt, wie kriegt man das hin, wie ich das mache, ne? Junge, Junge, Junge. Das war ja uncool. So, ja, ne? Dann kann das schon so ein bisschen trocknen, ne? Eben der Dirt Tau. Kannst du nicht sein, sie wird. Und das können wir hier vorklatschen, weil da müssen wir ja jetzt nicht dran. Wir müssen nur Märchen machen, ne? Dran. Jetzt geht's gleich los. Rate mal mit Rosenthal. Sind die Aufbereiter an? Sind sie nicht an? Aufbereiter einschalten. Y. Alles klar, danke. Puh.
Ja. Und wo sehe ich jetzt, ob ich einen Aufbereiter habe? Wahrscheinlich mäht das automatisch mit Aufbereiter, ne? Okay, wir werden sehen. Let's have a test. Wir haben da was zu mähen, ne? Ich glaube, ich muss das echt mal... So, ne? So geht's wieder. Ne, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Oh, Kollege, danke. Das wäre ja zu, nicht nötig gewesen. Nicht zu nötig gewesen, ne? So, Abflug. Um Drag. Unsere neue Halle, ne? Unsere Schorfstall, den wir wahrscheinlich nicht so schnell benutzen werden, weil, ja... zu viel Arbeit. Das ist doch hier unsere Weide, ne? Ja, sicher. Dann müssen wir eben ein Köckerchen machen. Druck! Danke. Nochmal an den Hobel. Mach die mal runter. Oder die am Röder. Vor mal 2 Meter. Ne, die machen noch Frischgras, ne? Y. Ich stehe voll auf dem Pin, der bewegt sich nicht, ne? Guck dir das an. Der bewegt sich kein Millimeter. Die werden doch immer noch Frischgras, oder bin ich besoffen? Nee, sie machen. Ich sag nicht, die Leistung ist so groß und klein. Und ich finde kein Zentimeter. Was ist das? Die Leistung ist so klein, ich kriege einen Föhn. Krieg da nicht hin. Och nee. Was Satzel mit Xel? Das war wohl Nixel. Äpfluch zu den Händen. Könnt ihr schon wieder. Bevor wir den Asphalt beißen. So, mein Kollege, wo bist du denn jetzt so? Gib mir Schub da. Junge, Junge. Da ist jetzt andere Technik kaufen. Juhu. Nicht. Weil irgendwas ist immer in letzter Zeit. Habe ich denn da mitgenommen? Okay, schon wieder ein Strahl. Speiseauswurf haben, du. Junge, Junge, ey, das nervt in letzter Zeit. Ja, die Aufbereiter, ne, die habe ich nicht kalkuliert. Also. Sonst spiele ich ja ohne Aufbereiter. Und dann merkst du das nicht so, ne? Jetzt hast du natürlich die Aufbereiter noch mit an den Mähwerken, dann muss er natürlich ordentlich pumpen, ne? Von der Leistung. Hätte sein können, dass wir die ohne Aufbereiter ziehen können, aber ich bin mir dann nicht so sicher. Deswegen weg mit Zeug. Neue Technik, da, nee, da ärgern wir uns jetzt auch nicht lange mit rum. Dann macht keinen Sinn. Nee, 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 das brauchen wir nicht. Bleibt er noch eher stehen, Kollege? Junge, 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 ich könnte ja schon wieder. Wir müssen hier ab, ne? Ich bin schon wieder irgendwie falsch gefahren. Ich wollte nur zum Händler und nicht hier. Ich vertue mich jedes Mal, ne?
Wie zum Händler? Es ist nichts passiert. Ich bin auch gerade nicht genervt. Nein. Ich wollte nur zum Händler. Und irgendwie fahre ich in letzter Zeit immer verkehrt. Junge, Junge, das kann nicht sein. Das wirklich kann nicht sein. Mann, Mann, Mann. Jetzt schaffen wir. Wir müssen jetzt warten, wir haben Drag. Das war natürlich nicht eingeplant. Ich hab gedacht, wir mähen jetzt eben fix, ne? Weißt du, zack, zack, zack. Nix ist mit fix mal eben mähen, ne? Nee. Dann verfahre ich mich neuerdings andauernd. Ich hätte andersrum abgemusst, ne? Anstatt rechts hätte ich links kochen müssen, oder? Weiß ja nicht. Jedenfalls sind wir auch am Ziel angekommen. Mal die Tür open. Schicke. Steigen wir ihm aus. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Wie ist das Verkaufszeichen? Willst du mich gerade veräppeln? Verkaufen. Ja. Verkaufen. Einmal angehabt, 9000 Euro. Ja, echt. Also, Junge. Respekt. Liebes Spiel, Respekt. So, dann nehmen wir laut Adam Riese. Wo ist das denn? Das hier? Kaufen. Und dann nehmen wir. Wo ist das andere Pöttinger? Bin ich da schon wieder dran vorbeigejuckelt oder was? Hier, das hier. Kaufen. Was Klo. Danke. Danke, danke. Oh, ist ja nicht schön, unser Pume. Schöne, schöne Schlepper. So, achso. Man sollte vielleicht auch eben die Handbremse rausmachen, dann fährt der Schlepper auch vorwärts. Oh, echt knapp bemessen hier, du, mit der Technik. Ist ja kaum dran. Fahren die alle noch kleinere Schlepper wie ich, wenn die hier spielen? Wieder echt Verlust mitgemacht? Ach ne, wir haben den... Geht ja gar nicht. Wir haben ja die Schafweide gekauft. Deswegen passt das nicht. Jetzt haben wir Gewinn gemacht, auf Deutsch gesagt. So, Abflug, Mann. Wir fahren hier lang, den Weg kenne ich. Hey, Junge. Oh, ein Schlauchbütchen, hast du gesehen da? Cool. Kannst du eine Runde angeln? Oder ein paar Bier trinken? Beim Angeln, weil du nix fängst. Ich glaube, das Angeln ist ja auch eigentlich Sinn und Zweck des Trinkens, oder? Warum? Einen anderen Grund kenne ich glaube nicht zum Angeln. Ich bin aber auch nicht so bewandert. Mit dem Moped, ey, der muss aber auch schon ein paar Meter vorher auf der Bremse stehen, dass der auch anhält. Und ein Drack. Guck mal, jetzt sitzt der nicht hier an rumwandern. Ganz gut sein, ne? Nehmen wir auch einig. Junge, Junge.
So, Zeug, wenn du hast. Aufbereiter einschalten. Y. Wir machen mal Gerät wechseln. Aufbereiter einschalten. Y. Alles klar, danke. Wir wechseln wieder der Gerät, weil hier machen wir an. Machen runter die Schuhe. Schauen uns jetzt erstmal von außen an, ob wir wirklich einen Aufbereiter nehmen. Ja. Perfekt, perfekt. Oh, Junge, der doppelt hier, ne? Der haben wir. So, dann Äpfel. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.